Ein herzliches Willkommen zurück bei Star Citizen. Dieses Mal in den Weiten des Alls. Ja, wir sind auf einer Raumstation, schon bereits in unserem Raumanzug. Wir könnten uns hier jetzt theoretisch auch noch umziehen und dann hier in Zivil rüberlaufen, aber das macht jetzt im Grunde nicht so viel Sinn. Oh, hi. Weil wir wollen jetzt auch mal eine Mission machen und in die Weiten des Alls starten. Und das machen wir am besten natürlich in diesem Raumanzug, weil ohne Raumanzug würden wir sehr schnell nicht mehr leben. Und das wäre nicht cool. Wir suchen uns jetzt hier eine Mission in unserem Missionsmenü. Nee, Public Enemy nehme ich nicht. Das gibt zu wenig Geld. Ich nehme hier PI Wanted. So. Immediate need for an experienced and discreet private investigator Nick Crusader to look at into an insurance matter. Okay. So, aber Musik. Ich liebe diese Musik. Könnte ich nicht, kriege ich eine Gänsehaut bei dieser Musik. Und ich habe hier gerade einen Bug, wie ich sehe. Und zwar verschwindet das Use nicht mehr. Das ist nicht cool. Ich hätte das gerne weg. Ich komme auch wieder... jetzt ist es weg. Das ist ja perfekt. So, eigentlich sollten wir hier in unser Quartier wieder können, aber können wir nicht. Gut. Ist auch egal. Mission. Wir wollten ja eine Mission machen. So, und die tracken wir mal jetzt genau hier. Zack. Thank you for getting in touch with me. My husband recently died aboard the Gundo Kovalek station, but the company is refusing to pay out his insurance claim because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past. I want you to go to the Kovalek station and send me evidence that my husband is innocent. But even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, and really, I just want to know the truth. I've attached the insurance claim to get you started. Welcome. Good luck. And I hope to hear from you soon, one way or another. So, also zusammengefasst, ein Versicherungsfall. Wir sollen quasi zu einer Station fliegen, wo der Ehemann dieser lieben Frau verstorben ist. Und wir sollen quasi Beweise finden, dass er nicht für diese... für diesen Fauxpas auf der Station verantwortlich ist. Deswegen will nämlich auch die Versicherung nicht zahlen. Und wir müssen das Ganze jetzt aufklären. Das machen wir auch mit diesem Schiff. Das ist mein Schiff, die Origin Jump. Die Origin Jump Works D02, steht das gute Stück? So, wo geht's denn D02? D02 ist, geht's da lang. Wir gucken nochmal kurz hier aus dem Fenster. Auch noch sehr angemerkt, auch hier gibt es natürlich Geschäfte, aber da schauen wir jetzt nicht rein. Falls ihr die Geschäfte sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge von Star Citizen vielleicht auch mal die Basis genauer an. Aber heute, oder besser gesagt jetzt, wollen wir natürlich erstmal in den Weltraum starten. Und ein bisschen Action. Oder was heißt Action? Ein bisschen, ja, mehr als nur Basen gucken. Weil nur Basen gucken ist auch nicht cool. Da hinten steht schon ein Schiff. Das, hier steht auch ein Schiff. Das ist nicht meins. Aber es sind ja auch andere Spieler hier unterwegs. Und diese können natürlich auch starten. Das Knallen, was man hier auch schon ständig im Hintergrund hört, das sind tatsächlich irgendwelche Raumschiffe, die durch Spieler gesteuert werden. Und das fetzt. So, und hier geht's zu unserem Schiff. Lange Rede, kurzer Sinn. Schotten sind offen. So, einmal Cycle. Vergessen, Chat auszumachen. So, weil der nervt mich dezent manchmal. Darum ist er jetzt aus. Und wir konzentrieren uns nur auf uns. So, guck, das ist mein Schiff. Das ist nicht mein Schiff. Gott, was ist denn das für ein Schiff? Kann ich da auch einsteigen? Wer fetzig? Kann ich? Kann ich. Propulsion low. Landing complete. So, das ist nicht mein Schiff.
Ich steig auch gleich wieder aus. Warning. Systems overheating. Oh nee. Takeoff complete. Landing request approved. Anvil Aerospace. All systems online. Ich wollte nur mal einsteigen. Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht. Ich wollte das Schiff nicht zweckentfremden. So, aber jetzt... Es war mir eine Freude. Ich gehe jetzt in mein Schiff. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Ich war gerade... Mir war gerade ein bisschen warm, tatsächlich. So, so, das ist meins. Die Origin Jump Works 300i... Weiß ich auch nicht. Was steht da drauf? 300i Origin Jump Works. Okay. Wird das wohl richtig sein? So, und wir steigen hier ein. So, wir haben natürlich das etwas dickere Schiff, das größere. Ich weiß nicht, ob die da hinten, die Anvil Hornet, die ist, glaube ich, teurer als meine. Bin ich mir jetzt allerdings unsicher. Dafür sieht meine edler aus. Jawohl. Hier ist so schön geräumig. Ne? Hier kannst du denn auch nochmal ein bisschen schlafen, wenn einem danach ist. Nein, nicht aussteigen. Ach Gott, das ist jetzt wieder der Vorführeffekt. Tut mir leid. So, wir gehen wieder rein. Lassen das Bett denn wieder einfahren. So, und Bett einfahren. So, und wir setzen uns jetzt mal in den Chefsessel. So, hier könnten wir auch noch raus, aber müssen wir jetzt nicht. So, Chefsessel. Ist inzwischen der andere Pilot in seinem... Ah, nee, ist auf der anderen Seite. Sehe ich jetzt nicht. Warte mal, kann ich das von hier aus sehen? Nee, gerade nicht. Gut, dann setzen wir uns mal in den Chefsessel. No, komm schon. Er will gerade nicht. So, jetzt. So, Chefsessel, gleich geht's ab, die wilde Fahrt. Bin gespannt. So, hier haben wir gleich... Moment, ich zeige euch gleich mein Schiff von außen. Können wir ein bisschen rotieren. Launch complete. Landing complete. Okay. Hier sind wir. Da ist, das bin ich. Hier ist das andere Schiff. Ist auch noch nicht gestartet. Es steht einfach nur da. Der sucht wahrscheinlich noch das Landungspad. So, das da unten. Ist das auch ein Schiff? Jo. Das ist auch ein Schiff. Ist ganz schön was los gerade hier. So, und das sind wir. Mit unserer wunderschönen Origin. Hübsch, oder? Sehr, sehr, sehr hübsch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt, hoffentlich, weil ich hab vorhin mal so einen Testflug gemacht, da hatte ich so ein paar Probleme zu starten. Vielleicht klappt es jetzt besser. Launch complete. Na, siehst du. Scan initiated. Komm weiter hoch. Scan initiated. Okay. Fliegen mal ein bisschen vorwärts. Scan initiated. Landing gear raised. Okay. Wir sind unterwegs. So, jetzt schauen wir nochmal von außen. Guck mal. Es ist doch wirklich so schön. Gefällt mir. Vom Optischen her gefällt mir das Spiel ganz, ganz hervorragend. Oh, das ist auch ein schönes Bild. Ach, da kann man so viele schöne Preview-Bilder mitmachen. Ich freue mich jetzt schon. Guck, das ist super. Das nehme ich, glaube ich, als Preview-Bild. Das soll es sein. Und wir starten jetzt direkt zum Missionspunkt, wofür wir aber anscheinend einmal den Planeten nicht umkreisen müssen, aber Moment, nicht so schnell. So, wir gehen hier mal auf Null. So, wo finde ich denn jetzt mal? Da. Da müssen wir hin. Da kommen wir jetzt aber zurzeit nicht hin. Darum erstmal hier ranfliegen. So, und Gase. So, jetzt sind wir hier bei einer Basis, die ich nicht kenne. Und auch nicht kennenlernen will im Moment. Aber ich flieg mal drüber. Hey, Traveler. Thanks for stopping by Cryastro. The Empire's repair, refuel and restocking one-stop solution. Okay, jetzt dürfen. Would you like to top off? Nein. Ich will einfach nur hier hin. So.
Find evidence, weil jetzt finden wir Beweise. Freunde, wir finden Beweise. So. Da wären wir. Ich nehme an, ich bin hier nicht alleine. Würde mich zumindest wundern, wenn ich hier alleine wäre. This Kovalec Shipping Hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. So, jetzt fliegen wir mal ein bisschen langsamer. So, ein bisschen hoch. So. So, ich spiele übrigens auch nicht mit einem Joystick, weil ich habe. You are trespassing on Kovalec's private property. Scan initiated. Okay, hier ist noch jemand anders. Also ich bin hier nicht alleine. So, jetzt vorsichtig. Nur ein bisschen nach vorne. Kleines bisschen. So, war da. Okay. So, jetzt landen wir mal. Oder versuchen es zumindest. Landing here. Deployed. Landing complete. Launch complete. Okay, wir sind gelandet. Wir steigen aus, weil wir müssen, glaube ich, da oben rein. So, ich hoffe, der Typ, der hier noch ist, ist uns nicht böse gesinnt. Oder gesandt, ich weiß es gar nicht. Gestimmt. Böse gestimmt. Irgendwie sowas. Wir müssen jetzt jedenfalls hier oben rein, glaube ich. So, versuchen wir mal unser Glück. So, auf die Luke. Und wir sind draußen. Okay. So, da oben geht's rein, weil wir schauen uns erstmal so noch ein bisschen um. So, hier kommt man normal rein, wenn es darum geht, den Hangar zu betreten. Oder das Landungspad. So, wir sind jetzt hier komplett schwerelos und es steuert sich wirklich auch so. Es ist total abgefahren. So, ich nehme an, hier komme ich nicht rein. Oh Gott. Ich steuere hier jetzt mit Controller, mit einem Xbox-Controller, aber funktioniert soweit ganz gut. Okay, da ist auch noch eine Anvil Hornet, das ist die, die ich vorhin bestiegen habe, oder? Okay, das ist mein Schiff, damit werde ich nachher auch wieder zurückfliegen. Ihr wisst, wie ich bin. Aber jetzt versuchen wir mal da oben reinzufliegen. Wenn es denn geht. So, und los geht's. So, ich kann mich jetzt hier leider... Oh, kann ich doch? Ich kann mich drehen. Ja, kann ich. Mehr oder weniger, auch nur in eine Richtung. So. Da muss ich doch dann nochmal die Tastatur zu Rate ziehen. Aber wir sind jetzt... drin. Hallo. This station is currently off limits. Please vacate the area. Okay, wir sind drin. Hat so ein bisschen System Shock. Was mäßiges, aber man soll ja nicht immer vergleichen. Hey Derno, it's Rafine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Derno, Rafine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Derno. Call me. So, ist ganz abgefahren. Ich würde mich einfach auch mal gerne drehen können. Kann ich irgendwie? Nee, muss ich tatsächlich an der Tastatur machen. Okay, weiter geht's. So, 14 Minuten sind wir jetzt im Spiel. Now it's getting interesting. Gucken, ob wir hier noch irgendwelche Leichen oder sowas finden. Auch sehr schön atmosphärisch mit dieser Musik, die im Hintergrund so ein bisschen spielt. Sind ja mehr so Klänge, aber schön. So, in dieser Schwerelosigkeit muss ich Gott sei Dank auch nicht brechen. Okay, hier geht's nach oben und rein da. Ich denke mal, ich werde hier sicherlich auch noch irgendeinen Kollegen treffen. Hallo? Ist hier jemand? Oh, ich bin auf dem Kopf.
Hi. Irgendjemand hier. Irgendjemand. Nee, bisher niemand. Mal hier. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the MobiMod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Damn right we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? Let's talk. Hey, Darnell! Hey, Darnell! Get in on this! No thanks. Oh, come on! Jeez, Darnell, look, just one. Maybe a sip. There we go. Bye, Anya! Let's go. Darnell, one. Hey, look, I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you and I miss you. Thank you again for the present. Bye, babe. Da spiegelt sich doch irgendwas in der Scheibe. Ist doch auch so ein Lock. Wo finde ich denn das? Konnte ich hier gerade irgendwas machen? Irgendwas war doch da gerade rot auf dem Bildschirm. Ich hab keine Ahnung. Ach komm, dann einfach weiter. Oh, hi. Pfennig. Lustig siehst du aus, wie du da so lang fliegst. Also ich war hier nicht alleine, aber das wussten wir auch schon vorher. So, und jetzt so ein bisschen auch Alien-Atmosphäre. Ich stehe da total drauf. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon und es ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Aber ich stehe schon total drauf. So, hier ist noch ein Lock. So, vorsichtig. So. Hey, Race, it's Darnell. Where the hell have you been? Your shift started 3 hours ago. I know. Sorry. I did a breakdown of the current power flow for the station, and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system to see where the runoff is. Okay. Hey, just be careful. Will do. I'll keep a close eye on it. Sounds good. You sure you're okay? You sound terrible. Yeah. It was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should have been. All right. Let me know when you're finished running the test. Will do. Okay, dann hat er doch Schuld gehabt, dass das Ganze hier in die Binsen gegangen ist, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, ich denke schon. Laden wir das mal hoch. Das hier? Hier müsste es sein. Okay. I wanted to let you know that I have received the information you sent and will be uploading the payment to your account. I guess I shouldn't be surprised. I knew how hard that struggle was, but I guess I had hoped for better. After all that, it seems that Kovalex was right. I'm sorry he cost those people their lives. And at least I know the truth now. Richtig, du weißt die Wahrheit und das ist doch die Hauptsache. So, komme ich hier? Wo bin ich denn jetzt hier? Da fliegen sie schon wieder. Uah. So. Wo komme ich jetzt zurück? Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht hören könnte? So, meine Hornet ist noch... Meine Origin ist noch da. Das ist schon mal positiv. Also, sie wurde mir noch nicht geklaut, aber diese hier... Die ist weg. So, hier komme ich nirgendwo weiter hin. Dann muss ich nochmal auf die andere Seite... Hier finde ich auch nichts zum Hören oder zum Lesen. Denn nochmal zurück auf die andere Seite. Warte mal, oder komme ich da rein? Bisschen schwammig. Oh, hier geht es tatsächlich rein. Hallo. Was ist denn jetzt passiert? Mach die Tür wieder auf. Ich will die hier durch.
Ging das da jetzt nicht rein? Komm, jetzt macht schon die Tür auf. Bitte. Nein. Denn halt nicht. Dann scheiß dich doch aus. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich zurück. Geht's hier zurück? Nee, andere Seite. Hier geht's zurück. So. Und nochmal den ganzen langen Weg zurück zu meinem Schiff. Aber das ist okay. Damit komme ich klar. So. Bin ich hier jetzt richtig? Nee, bin ich nicht. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verlaufen. Kann das sein? Das würde mir ja ähnlich sehen. Ich muss hier, glaube ich, ganz nach oben. So. Ja, hier scheine ich richtig zu sein. So, ja, ich bin ein PC. Oh, Moment. Was haben wir hier? Können wir das hier? Nee, das ist nichts zum Hören. Kein Lock. Atmosphärisch wirkt das einfach super. Stehe ich total drauf. So, und ich weiß, ich bin nicht besonders witzig, aber ich bin halt gerade selbst so ein bisschen fasziniert von dem Ganzen. Deswegen sauge ich das Ganze gerade so ein bisschen auf. Darum rede ich auch des öfteren belanglosen und völlig wahllosen Kram. So, aber jetzt hier weiter. So, jetzt sind wir, glaube ich, da, oder? Wo sind wir denn jetzt? Da geht's raus. So, ich drehe mich noch mal ein bisschen in die Richtung, die ich wahrscheinlich muss. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier vorhin auch lang gekommen? Weiß es gar nicht mehr. Ach, ich stehe jetzt auf dem Kopf. Aber hier kommen wir raus. Das ist schon mal sehr gut. So, da sind wir. Hier geht's wieder raus und da sind wir draußen. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Schiff, was irgendwie komisch steht. Es soll so, glaube ich, nicht. Ich hoffe, ich fliege nicht gleich in die Luft. Oder hat sich da jemand irgendwer anderes Zugang zu dem guten Stück verschafft? Würde mich ja auch nicht wundern. Aber ist egal. Hauptsache, wir kommen jetzt. So. Da sind wir wieder. Im Schoß meines Schiffes. Oh Gott. Launch complete. Okay, dann starten wir wieder aus einer komischen Position. Ich hoffe, ich komme jetzt heil weg. Alert. Systems overheating. Refreshing shields. Landing complete. Ja, nix lädt. Oh Gott. Okay. Landing gear. Raised. Okay, wir wollen jetzt natürlich nach oben und los geht's. Haben wir es geschafft. So, wo kommen wir jetzt zurück? So, da geht's wahrscheinlich zurück, oder? Port Olisar, da müssen wir hin. Komme ich denn da direkt hin? Nein. So, Comaray. ICC Probe. Okay, fliegen wir da hin. Und dann zu Port Olisar. Ja, das war doch ganz fetzig. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Gerne mehr davon. Okay, und da sind wir. Scan initiated. Come in, random ship. So, da will ich aber letztendlich gar nicht hin. Second class junior cartographer Tessa Bannister reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Scan initiated. Which, yes, means I can totally see you right now. Hey, ich möchte aber wieder. There was actually a reason to why I conned. I'm sort of not allowed to leave my post. Jump point scanning and all. So I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these commands? The scans are saying something's there.
initiated. Okay, ich werde jetzt nichts auschecken, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Wenn ihr denn überhaupt noch was sehen wollt von Star Citizen, warte mal, ich werde mal hier landen. Das war nämlich jetzt die Mission, die ich hier machen wollte. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Scan initiated. Ja, nun komm mal klar. Ich will doch nur landen. Landing gear deployed. So, ich lande hier auf 10, wenn das okay ist. Ah, okay, dann lande ich auf 1, steht schon wer. So, ich lande hier auf 9. Muss passen. Scan initiated. So, und abwärts. Landing complete. So, stehen wir. Komm mal raus. Und dann gehen wir wieder zurück in die Basis. Und dann haben wir es soweit. So, fertig sind wir. So, wo geht's hier raus? Hier geht's raus. Öffnen Sie diese Tür. Öffnen Sie diese Tür. Falsche Tür geöffnet, aber egal. So, wir steigen aus. Wir gehen wieder zurück in unser Heimathafen. Ach, guck mal. Na schön. Ist so schön. So, hier hinten geht's rein. Okay. So, bin doch ganz gut gelandet. Bin zufrieden mit mir. So, wir sind A. Nee, wir sind im A. Nee, kann ich hier rein? Open. So, und wieder zurück. Beim nächsten Mal kriegen wir da vielleicht auch ein bisschen Feuer-Action. So, hallo, ich bin wieder zu Hause. Habe ich das Geld bekommen? Das will ich jetzt wissen, ob ich das Geld bekommen habe. Ich habe das Geld bekommen. Sehr schön. Gut, Freunde, dann war es das für diese Runde von Star Citizen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr fand es auch ein bisschen spannend und hoffentlich nicht zu langweilig. Ich fand es super. Ich stehe total auf dieses Spiel. Bin Feuer und Flamme. Guck, da nochmal ein Blick auf mein Schiff. Mein wunderschönes Schiff. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Citizen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.